Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Interviewreihe mit Eva Lambrich. Liebe Eva, ich freue mich, dass du hier wieder neben mir sitzt. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Ich hatte ja kürzlich ein Video hochgeladen, da ging es auch um die Soul-Hypnose. Also Eva ist ja zertifizierte Soul-Hypnose-Therapeutin und ich hatte bei der Eva letztes Jahr zwei Sitzungen. Da haben wir mit meinem Unterbewusstsein gearbeitet und haben bestimmte Belastungen aufgearbeitet aus diesem Leben und aus vergangenen Leben. Und also es gibt auch zwei Videos, also Interviews schon mit Eva. Das eine verlinke ich oben in den Infokarten. Das ist praktisch der erste Teil zu diesem Video. Und das andere, wo wir generell über die Soul-Hypnose sprechen, das werde ich auch noch im Laufe des Videos oben in den Infokarten verlinken. Also wer sich dafür interessiert, dann schaut euch gern diese Videos an. Im ersten Teil dieser Reihe hatten wir Bezug genommen auf meine erste Soul-Hypnose mit Eva, auch eine Rückführung in so eine Art Eva-Zwischendimension war das, ne? Wo ich keinen Körper, kein Geschlecht hatte. Also wer sich dafür interessiert, schaut euch unbedingt das Video an. Das ist, da gehen wir auch noch mal ein bisschen auf Rückführung ein. Da wird noch mal ein bisschen mehr, erklären wir das noch mal ein bisschen. Und da möchte ich heute gar nicht mich zu viel davon aufhalten, weil das Video sonst zu lang wird. Heute gehen wir direkt rein in die zweite Soul-Hypnose mit Eva. Und da hatte ich ja zwei Rückführungen tatsächlich in zwei alte Leben. Also es war für mich, ist ja schon fast lebensverändert, wenn man sowas das erste Mal miterlebt. Und man kann sich es vielleicht vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Dann öffnet man sich dafür und dann ergibt es sich irgendwann im Laufe des Lebens, wie im Rahmen der Soul-Hypnose, so eine Rückführung. Das ist schon, finde ich, lebensverändernd, Eva. Also das muss man schon sagen. Da werden einem ja praktisch so Erinnerungen geschenkt. Ne? Das ist nochmal so Erfahrungen, Erinnerungen, das war schon sehr, sehr beeindruckend, hat mich auch sehr nachhaltig nochmal geprägt oder das hat mich sehr berührt, diese Erfahrung zu machen. Und Eva, du hast ja bestimmte Fragetechniken für die Soul-Hypnose. Und also es kommen ja auch Klienten zu dir, die einfach Belastungen, Traumata aufarbeiten möchten, die entweder aus diesem Leben sind oder aus vergangenen Leben. Und du fragst ja dann, oder man springt ja mit dem Unterbewusstsein dann in den Zeitraum der größten Belastung. Das kann in diesem Leben sein, das kann aber auch in anderen Leben sein. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, Eva. Also ich fordere dein Unterbewusstsein lediglich auf, dich also dahin zu führen, wo eben für dein jetziges Leben, für die Themen, die wir gemeinsam über das Vorgespräch erarbeitet haben, wo die größte Belastung liegt. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, eigentlich ja. Und über die erste Hypnose haben wir ja schon in diesem längeren Interview mit dir, was ich jetzt auch im Laufe des Videos, kann ich auch jetzt verlinken, haben wir ja schon auch darüber besprochen, was die beiden größten Traumata in meinem jetzigen Leben waren, in meiner Kindheit. Das haben wir aufgearbeitet. Ich habe das aufgearbeitet. Und genau, und dann sind wir in der zweiten Hypnose zu der nächsten Belastung, die jetzt nicht so stark war wie die Belastungen, die ich in der ersten Hypnose aufgearbeitet habe. Und das war für mich auch erst so sehr interessant, weil ich das auch erst gar nicht verstanden habe. Wo bin ich jetzt hier rausgekommen? Und also das hat sich ja dann erst im Laufe dieser Rückführung, dieser ersten Rückführung ergeben. Welche Belastung, das war mir gar nicht so bewusst. Das war schon eine Belastung. Im Sommer ist es eine Belastung. Ich komme dann auch drauf, aber es ist keine Belastung, die ich täglich habe. Ne? Und für mich war dann die erste richtige, es war ja auch so, ich hatte ja auch in diesem vorherigen Teil erwähnt, dass die erste Hypnose, da konnte ich viele Dinge nicht so richtig, haben sich vor meinem, sage ich mal, ich konnte mir so gewisse richtige Dinge, die sind immer so zerflossen, wenn du immer gesagt hast mit dem Licht oder du hast verschiedene Dinge gesagt, das konnte ich mir gar nicht so richtig gut vorstellen. Das ist immer so zerflossen, das war alles so ein bisschen zäh. Und bei der zweiten Rückführung oder der zweiten Hypnose, da hatte ich ja dann zwei Rückführungen in alte Leben, das war alles so klar und deutlich und so lichtvoll und es war wie so, ja, wie so Film, Kino gucken oder so, sage ich jetzt mal so. Und ich weiß aber noch, als wir dann dahingesprungen sind, ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten, als mich das Unterbewusstsein dahin geführt hat, war es ja, ich weiß noch, wo du sagst, dann, ich soll dir sagen, was ich sehe. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, eine Steinmauer, also so eine Natursteinmauer. Und du, was siehst du noch? Ich sehe nur eine Steinmauer. Also ich gebe das jetzt mal so wieder. Ja, und dann hast du dann versucht, mich da weiter zu animieren, dass ich mehr erzähle und damit ich auch wirklich mehr sehen kann. Und das Faszinierende war für mich, wie auf einmal so mein Blick, so, den ich so, mein innerer Blick sozusagen, wie der sich so ganz langsam nach rechts bewegte und auf einmal so ein Wald mit lila Bäumen sah. Es war für mich erstmal so ungewohnt. Die hatten ja dann auch wieder ihre normale Farbe, aber ich weiß noch,
das erste Mal, das war so, ja, es war sehr beeindruckend. Und dann hast du dann mich halt so gefragt, ne, wer bin ich, siehst du das, wer bist du? Ich habe dir Sachen gesagt, man sagt dann einfach so Sachen über die Person, die man gerade ist, das Alter, den Namen, was man macht, du fragst Sachen und man beantwortet das so, als ob man wirklich gerade die Person ist, als ob du mich fragst, wie ist dein Name, Silke, wie alt bist du, was machst du? So erzählt man dann von der Person, die man ja eigentlich, zumindest jetzt, nicht mehr ist. Und deshalb, die Verkörperung ist man nicht mehr, das Bewusstsein ja schon, aber die Verkörperung halt nicht mehr. Ja? Also das kommt dann so, man muss auch gar nicht groß überlegen, wenn es jetzt nicht gerade bei dem Namen und Alter, das kommt sofort. Ne? Und in diesem Leben, das war 1878, du hast mich gefragt, wann ist das, wer bist du, ich war männlich. Das, was als erstes so in die Sphäre kommt, ist auch immer richtig. Ne? In dem Moment, wo man dann wieder krampfhaft versucht, jetzt ist mit dem Verstand zu ordnen, der ja auch Gott sei Dank mal in dem Hintergrund steht, jetzt durch die tiefe Trance. Aber das kommt so spontan und so natürlich, würde ich sagen. Und dann sage ich auch, sag einfach das, was als erstes da jetzt kommt. Ja, 1871. Ja, 1871. Oder 78. 1878. Also eins von beiden. Ich habe ja dann die Hypnose auch aufgenommen, für mich so einfach, um das nochmal nachzuhören. Das ist ja jetzt schon, wann war denn das? Ende Oktober. Also ich glaube irgendwie 1871 oder 1878 war es. Du hast auch sehr gut durchgefragt, weil wir wollten ja dahin, wo da diese Belastung ist. Ne? Und ich war so, ich weiß noch, du immer... sich weitergehen. Ich habe mich, glaube ich, immer so an Kleinigkeiten. Ich war da irgendwie bei Vollmond und habe irgendwelche Blüten gesammelt, die so wie die eben nur zu Vollmond wachsen, hast du mir gesagt. Die wachsen nur zu Vollmond. Und wie kommt man auf so eine Geschichte? Niemals, ne? Oder die öffnen sich bei Vollmond oder sollen bei Vollmond. Ja, genau, die blühen, glaube ich, nur bei Vollmond oder irgendwie so. Und ich sehe da so einen Beutel, also das war ja alles so nachts. Da ist ein Hund auch dabei, ne? Ein Hund hattest du dabei. Na, ich sag dann auf einmal, ach, da ist ein schwarzer Hund. Und da sage ich, das ist aber nicht meiner. Ich weiß noch, ich kann mich da nicht so total erinnern, wie dann auf einmal so. Und genau, ich weiß noch, dass ich mich immer da aufgehalten habe, weil das war alles so, ich wäre am liebsten noch wie Zeitmobil und immer weiter, was passiert jetzt? Und dann hast du ein bisschen so da durchgeführt, damit wir da hinkommen. Ich hätte da, glaube ich, noch stundenlang in diesem Gefühl sein können, da Blüten und ich habe da noch so, ich habe da noch so eine ein Blatt von der Wildpflanze gesammelt, so ein bisschen aus wie ein Spitzwegerischblatt, so ein bisschen, weiß ich noch. Und dann ich habe den Beutel gesehen, was ich da sammle und ich hätte da noch stundenlang weiter sammeln können, wenn du mich da nicht weiter geleitet hättest. Ne? Und das war für mich erstmal so sehr faszinierend, das so zu sehen und das zu spüren. Dann hast du mir auch so ein paar Fragen gestellt, ob ich verheiratet bin, aber ich weiß nicht mehr, ob du nach Kindern gefragt hast, also auf alle Fälle. Genau, und dann hast du gefragt, was passiert jetzt? Und dann bin ich, habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt wieder zurück in die Stadt, ins Dorf, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und dann habe ich aber schon gemerkt, wie ich auf einmal komisch gefühlt habe. Ich glaube, ich habe das auch gesagt, jetzt irgendwie komisch, irgendwas ganz Komisches. Ich hatte so ein ganz flaues Gefühl im Magen, da kann ich mich noch erinnern. Und dann werde ich halt da von diesem Weg weggefangen. Tatsächlich. Und in dem Moment, wo ich weggefangen werde, bekomme ich wie so eine Art Sack über den Kopf. Und in dem Moment, das fand ich auch noch so, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, oh, ich bin gar nicht mehr in meinem Körper, ich sehe jetzt alles von oben. So, das weiß ich noch. Genau, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Jedenfalls ist es so, ich werde da auf einem Pferdekarren geworfen und werde dann an den See gebracht. Und dann, ich weiß noch, wie so ein Teil von mir immer gefragt hat, was passiert jetzt, wieso passiert das? Ich habe das irgendwie alles so gar nicht verstanden. Das hat mich total überfordert, weil ich dachte, oh, jetzt wird mir hier, ich werde jetzt hier wie entführt oder so. Ne? Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Und dann war es so, dass ich da am See stehe und dass ich dir dann was Bestimmtes sage, ne? Obwohl es noch nicht eingetreten ist. Und da war ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich habe so das Gefühl, ich kriege totalen Beinkrampf und ich zittere am ganzen Körper. Obwohl du gesagt hast, du hast es gar nicht so extrem wahrgenommen, aber innerlich. Erinnere ich mich aber, was du gemeint hast. Doch, da hast du schon sehr bitterlich geweint. Weil ich habe nämlich dann. Das war schon ein Moment, wo du schon sehr verzweifelt warst und traurig, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Weil ich habe dich auch gefragt, für was du diese Kräuter sammelst. Und du hast gesagt, du stellst irgendwelche Tinkturen her. Aber das wollen die Leute nicht, die wollen das nicht, das ist verboten oder das soll nicht gemacht werden. Und daraufhin haben sie dich ja auch bestraft und aus dem
weggeräumt sozusagen. Ja, ne? Das stimmt, das hast du mich ja noch beim Kräutersammeln. War ja wichtig, weil man geht ja nicht in den Wald und sammelt etwas bei Vollmond, wenn das nicht irgendeinen Grund hat. Das habe ich dich ja gefragt. Warum sammelst du denn diese Kräuter oder diese Pflanzen? Eine Frauenheilkunde war das, ne? Um Frauen zu helfen, ja. um ihnen alternativ zu helfen. So ganz genau, und es gab einen Konkurrent oder jemand, der das nicht wollte, ich weiß noch, und der hat diese, ich glaube, es gab auch schon Verwandlungen, dass ich das lassen soll, und er hat mir diesen Trupp da auf den Hals gehetzt und die. Genau, und dann stehen wir da am See und dann sage ich, ich weiß, was jetzt passiert, ich sterbe. Und habe ich ja dann geweint und dann bin ich ja tatsächlich, dann haben die mir was um den Hals gehangen, weiß nicht mehr. Schweren Stein oder sowas, ne? Ja, irgendwie, ja. Und dann haben die mich an so einer, am See, da war so relativ ufernah eine tiefe Stelle und dann haben sie mich reingeschmissen. Und das, oh, das, also ich weiß noch, du hast ja dann eine Technik, wieder ins Unterbewusstsein des heutigen Tages zu gehen mit mir, dass man da nicht so drin. Ich habe gedacht, oh, ich war da total überfordert. Ne? Mein ganzer Körper hat gezittert, ich habe geweint. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mich sogar aufgebäumt oder mal kurz die Augen, wo man ja die Augen die ganze Zeit geschlossen hat, habe ich so das Gefühl, ich habe gerade meine gelbe Wand gesehen. So echt so ein bisschen, es hat mich ziemlich geschockt, aber du hast mich da gut rausgeführt. Ich habe aber noch das Gefühl gehabt, während wir dann im Unterbewusstsein des heutigen Tages waren, dass ich die ganze Zeit so gezittert, obwohl du das gar nicht so wahrgenommen hast, aber ich habe das ganze Gefühl gehabt, dass jeder Muskel in meinem Körper das so zittert. Also ich habe das Gefühl, das hat mindestens, das fühlte sich ewig an, ehe ich mich wieder beruhigt habe. So. Bin da voll so mit reingegangen und das war ja ein sehr tiefgreifendes Erlebnis. Das ist, kann man gar nicht anders erklären. So. Aber auf alle Fälle sehr heilsam, weil ich nämlich dann währenddessen oder während ich mich wieder beruhigt habe, verstanden habe, wie mich das in meinem heutigen Leben belastet. Aber wie schon erwähnt, das belastet mich nicht jetzt jeden Tag. Es ist nämlich so, wenn ich im Sommer, ich gehe ja gern schwimmen, und wenn ich im Sommer schwimmen gehe, hier bei uns an den Seen, ich schwimme ja auch gern längere Runden, und der See, gerade wenn man weiter rausschwimmt, der ist sehr dunkel dann. Und ich bekomme regelmäßig, gerade wenn ich alleine rausschwimme, Panikattacken. Ich habe mir das immer nie erklären können. Ich bekomme Panikattacken und habe immer das Gefühl, jetzt kommt irgendwie ein Taucher und zieht mich unter Wasser. Das waren immer so die Bilder, und ich habe richtig... Ich kenne das sonst eigentlich nicht, Panikattacken, aber ich bekomme dann auf dem Wasser regelmäßig so kleine Panikattacken und ich habe mir immer gesagt, jetzt stell dich nicht so an, das ist ja nicht so schlimm, und dann schwimmst halt wieder zurück. Wenn ich auch mit meinen Kindern rausschwimme, wenn die mich begleiten, dann ist es nicht, dann bin ich abgelenkt. Aber sobald... Eigentlich immer nur um ja, den Rand? Eigentlich schwimme ich immer nicht so weit, ich schwimme selten ganz weit raus, eben weil ich um diese Angst weiß. Und ich schwimme dann immer so vielleicht 10 Meter oder 15 Meter ein Ufer, wo es schon tief ist, aber dann schwimme ich immer hin und her. Dann schwimme ich immer, weil da sind so wie Steinmauern, die sind da so, und dann schwimme ich immer so eine 8. Die Mauer ist dann nicht durchgängig, da schwimme ich immer so eine 8. Das ist okay, obwohl, da wird es auch schon grenzwertig, wenn ich hinter der Mauer bin. Davor ist es mir sicherer, dahinter ist schon so dunkel, da siehst du nichts. Und dann habe ich gedacht, als Kind bin ich ja auch so, sag ich mal, da hatten wir eher ein Freibad, da hast du den Grund ja gesehen, ne? Das war so ein Chlorwasser, ein Freibad, oder wir waren im Hallenbad. Und dann hast du alles gesehen. Also da ist es geht um dieses Ungewisse, was da unten ist und wie tief ist das und was könnte da sein, was mich greifen könnte. Was ich noch kurz sagen möchte, ist, dass das so, wie du dich da gefühlt hast, das ist so gerade so die Grenze, wo ich jemanden auch noch das erleben lasse. Du warst ja schon sehr erregt oder sehr aufgeregt, aber es, wenn du es jetzt mal beschreibst, es ist ja trotzdem aushaltbar. Ne? Es ist ja nicht, dass man sagt, das ist ja, das kann man nicht aushalten. Aber es gibt schon noch eine kleine Steigerung, die ganz selten ist. Also ich habe es jetzt erst dreimal erlebt von doch schon sehr, sehr vielen Hypnosen, die ich gemacht habe. Aber dafür haben wir dieses Wort. Ne? Also dieses Wort, wenn das jetzt noch eine Steigerung hätte, dass du wirklich mal keine Luft mehr bekommst oder ganz aufgelöst bist, dann würde ich sofort dein Wort sagen, das dich in eine angenehme, also dass dich wieder in ein angenehmes Gefühl versetzen kann. Und zwar nicht erst mit 5-mal einen Satz sprechen, dass du ausgeleitet bist. Das kann unter Umständen viel zu lange dauern, sondern etwas, was sofort wirkt. Ne? Also das möchte ich schon mal dazu sagen, wenn das jemand nochmal sehr, sehr stark nochmal mitgenommen ist von der Situation, dann gibt es die Möglichkeit, sofort das aufzulösen und erstmal zu beruhigen, dann ist man schon noch distanziert dabei und dann kann man zum Beispiel überlegen, dass man denjenigen jetzt in so einen Art virtuellen, bildhaft vorgestellten Stuhl setzt oder in einen Kinosessel und dass er dann eben diese Geschichte nicht mehr eins zu eins
so selber erlebt, sondern dass er sie nur aus der Zuschauersicht anschaut. Aber das kommt wirklich super. Also ich habe es erst dreimal gehabt. Und dann wirkt es auch ganz schnell. Ne? Also ich muss sagen, ich habe mich die ganzen beiden Solo-Hypnosen sehr gut von dir begleitet und betreut geführt. Ich habe nicht so das Gefühl, dass da irgendwas hier aus... Also gar nicht. Also ich habe mich da immer sehr gut begleitet gefühlt. Und es war zur richtigen Zeit, sind wir dann raus aus dieser Szene. So. Aber für mich war das nochmal wichtig, das so zu spüren. So. Mhm. Mhm. Genau, und diese Erinnerungen, die bleiben ja. Ja, also sage ich mal so, den letzteren Teil habe ich dann eher so abgespalten ein bisschen, aber diese schöne Erinnerung mit diesen Pflanzen sammeln. Mhm. Ja, das habe ich auf alle Fälle beibehalten. Oder diese Gewissheit. Ich habe mich ja auch mal gesehen, ich habe so ein Bild gesehen, wie ich aussehe. In der 51, wie ich aussah. Das bleibt ja so ungefähr so ein bisschen. Ne? Das verliert man ja nicht mehr. Genau. Und dann sind wir noch in ein zweites früheres Leben gegangen. Du hast mich begleitet. Und das war für mich so das Faszinierendste. Das war ja auch das, worum ich gedacht habe, deswegen wollte ich immer meine Rückführung machen, schon vor ein paar Jahren. Das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo mal gesagt oder so. Ich glaube, die meisten Zuschauer können sich gar nicht vorstellen. Oder es ist eher was Neues jetzt. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt schon mal groß gesagt hätte. Und zwar habe ich mich schon, seitdem ich mich erinnern kann, als Kind, haben mich so alte Filmaufnahmen oder so alte Fotos fasziniert, so um 1900. Seitdem ich denken kann, ich kann mir stundenlang alte Bilder angucken, gerade heute, seitdem es YouTube gibt, es sind so tolle alte Aufnahmen hochgeladen worden aus dieser Zeit um 1900. Schon so viele alte Aufnahmen angesehen. Und ich habe da immer eine ganz besondere Verbundenheit gespürt und auch eine Schwermut, muss ich sagen, so eine Wehmut. Das ist dieses, was ich auch schon, ich weiß gar nicht, ob Sie es in diesem Video oder in dem letzten Video, was wir gemacht, gesagt haben, dass ich immer so das Gefühl habe, ich bin hier nicht richtig, ich gehöre nicht her, das ist nicht meine Zeit. So. Mhm. Als Kind habe ich das immer so, ich habe das ja nie so kommuniziert, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin hier nicht richtig, es ist irgendwie anders, ich kann das immer nicht so erklären, aber ich habe das nie nach außen kommuniziert, ich war immer brav und angepasst, das war immer so ein Sturm in mir, der da manchmal aufbrodelte und dann immer diese Gefühle, die da so hochkamen bei diesen alten Fotos und noch schlimmer, wenn ich wirklich alte Aufnahmen sehe, so echte Aufnahmen, ich kann da richtig drin versinken, ich bin dann gar nicht mehr so richtig hier präsent, so im Hier und Jetzt, so. Ich bin dann richtig so da und da gibt es zum Beispiel, ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, da gibt es auch eine Aufnahme auf YouTube, Berlin um 1900, das habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal entdeckt. Und als ich das gesehen habe, da habe ich erst mal, 10 Minuten geweint. Ich habe mich da gar nicht mehr eingekriegt. Das war so vertraut, diese Aufnahmen zu sehen. Und gesagt, ich gehöre dahin, ich bin da ein Teil davon. So, das kenne ich, was ich da sehe. So. Das hat so. Aber ich konnte mir das immer nicht erklären. Ne? Das hat sowas mir ausgelöst. Ich denke, was steigerst du dich so rein und so. Also ich werde dieses Video auch mal verlinken, was sich dafür interessiert. Berlin um 1900, das sind eigentlich 10, Ende des so um 1800, vielleicht 95 bis 1914. Aber man hat das eben um Berlin um 1900, um das einfach mal so, ja, um da einfach mal so ein Stück zu haben. Und ich wusste ja, dass das bei dir so ist und ich habe mir natürlich insgeheim gewünscht, dass wir das auflösen können. Aber ich kann es ja nicht erzwingen und das ist auch gut so. Ne? Das ist ja das Schöne an dieser Form der Hypnose, dass dort wirklich nur das aufgearbeitet wird, was auch kommt und dass du auch nichts annehmen musst, was ich reingebe, sondern es nur durch diese Fragestellung so passiert. Aber wir haben es ja dann aufgelöst und es war ja ein sehr schönes Leben, das du da hattest. Ne? Also wo du dich sehr wohl gefühlt hast, wo die Fülle da war und du dich auch intellektuell und kulturell da sehr ausgelebt hast in einem Frauenkreis. Es war schön, auch dir zu lauschen. Also ich liebe das ja auch, weil jede Geschichte ist ja so einzigartig und so fantastisch, auch wie sie, ich sehe ja selber fast die Bilder dazu, so beschreiben mir die Menschen oft diese Szenarien und bin dann fast mit dabei und das ist schon toll. Das war auch so, schon vor über 20 Jahren habe ich zum Beispiel so alte Bücher aus der Zeit gesammelt.
Ich habe es immer nicht verstanden, ich habe mich dazu diesen Büchern hingezogen. Wenn so um 19, wenn dann, da steht ja immer das Veröffentlichungsjahr 1900, 1904, 1910. Mich hatte der Inhalt gar nicht so interessiert. Ich habe einfach die Bücher gekauft und ich weiß noch, dass Freunde von mir immer damals über mir geschmunzelt haben, weil das war für mich immer wie so ein Heiligtum, ein Buch aus dieser Zeit. Da habe ich immer dran gerochen und dachte, oh, das ist, da wollte ich am liebsten immer eintauchen. Und ich habe damals immer schon gesagt, also wenn es eine Wiedergeburt gibt, dann habe ich irgendwann zwischen 1890 und 1940 gelebt. So, das konnte ich damals schon so ungefähr, also irgendwie die Zeit, also rein so intuitiv, habe ich gedacht, da war es. Und dann bist du ja mit mir mit dem Unterbewusstsein, da sind wir da in diese Zeit, also sind wir eine Zeit gesprungen, da bin ich 1911 rausgekommen. Ich war eine Frau und du hast mir so Fragen gestellt und da hat sich dann alles so aufgebaut und die Antworten, die sind so geflossen und ich dachte so, es war für mich schon faszinierend. Warst du nicht in so einem Park und hattest dich mit anderen Frauen zu so einem Literatenkreis oder wie sagt man das? Ich weiß noch, wo du es hast. Getroffen. Genau, und ich so, was machen wir da? Und ich sind so auf der Wiese, Decke und denke mal, wir lesen. Wir lesen ein Buch vor und sprechen über gesellschaftliche Themen. Also schon intellektueller, ja. Ja, und auch zu der Zeit ja nicht, weil ich dich dann auch gleich gefragt habe, ob du, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber es kam raus, dass du ja schon eher wohlhabendes junges Fräulein warst und jetzt nicht irgendwie Arbeiterding, sondern warst du nicht die Tochter von irgendeinem Fabrikanten? Doch, ich habe das sogar mal nachgegoogelt, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber das gibt es tatsächlich, was du da gesagt hast. Ich habe mich nicht getraut, ich wollte nicht gucken. Ich glaube, weil du dann enttäuscht gewesen wärst. Nee, weil das hätte mich wahrscheinlich, ja, vielleicht wäre ich dann wieder in diese, ja, so in diese Schwermut wieder reingekommen. So. Die Schwermut ist ja nicht mehr da. Also ich weine nach wie vor. Ich habe mir letztens wieder dieses Berlin um 1900 angeschaut, weil einfach da kommt die Musik von Hans Zimmer, Time. Das ist sowieso eine Musik, als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich Gänsehaut vor. Und dann finde ich dieses Stück mit dieser Musik und dann denke ich, das kann nicht wahr sein. Und das löst so viel in mir aus und genau, aber diese Schwermut ist wirklich weg. Dieses ganz tief Traurige nicht. Also eher so die Freude, so eher ein warmes Gefühl, eine Freude. Also es laufen nach wie vor noch Tränen, weil das eine. Ich habe die auch Erinnerung gesehen. Darf ja auch da bleiben, ne? Und ich habe die Warum auch denn nicht? Das war eine sehr glückliche Zeit, weiß ich noch. Das ist, ja. Ich habe das gar nicht so. Es ist ja auch so. Ich beschäftige mich ja auch schon länger, das ist ja die Zeit des Deutschen Kaiserreichs. Ne? Ich beschäftige mich ja schon länger mit dieser Zeit und ich bin mir nicht so sicher, ob die immer so dargestellt wird, wie sie wirklich war. Weil als ich, und das war ja 1911, da habe ich so eine Freiheit gespürt, so Frieden, Freiheit, Glück, Fülle. Und das passt gar nicht ganz so mit dem zusammen, was man uns über das Deutsche Kaiserreich so erzählt. Wenn man sich auch mal überlegt, gerade so, das ist ja auch, da spielt ja auch so die Gründerzeit hinein, da sind ja ganz tolle Häuser. Ich bin ja eher so in einem Neubau im Erzgebirge aufgewachsen und dann komme ich dann durch mein Studium nach Leipzig und hier so diese voll. Ich habe dann auch in so einem alten Gründerzeithaus um 1910, glaube ich, da stand 1910 da, ist es gebaut worden, stand, glaube ich, im Flur. Ich bin mir nicht mehr so sicher, 1910, 1911, 12, irgendwas. Und ich liebe einfach solche Häuser, die Gründerzeitbauten, weil die Architektur von damals, wenn ich mir heute die moderne Architektur angehe, dann wollen die Leute uns das für Fortschritt verkaufen. Ich finde das so hässlich, was heutzutage gebaut wird. Da werden irgendwelche Kästen hingesetzt. Ich finde damals die Architektur, die ganzen Denkmäler und Gründerzeithäuser, ist so faszinierend. Auch damals war ja Berlin um 1900 sehr modern. Und der Kaiser Wilhelm war ja ein sehr moderner Kaiser. Also er wird ja auch ganz anders dargestellt oder sehr einseitig dargestellt. Und so, wie ich mich damit beschäftigt habe und auch später mal reingefühlt habe, ist das nicht so. Also da darf man gerne auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und mal nach wahren Informationen suchen, als das, was man uns hier so erzählt über die Kaiser. Also ich habe mich ja auch, ist ja auch interessant, durch diese Liebe zu dieser Zeitepoche, durch dieses Hingezogenfühlen, habe ich mich ja dann, was ja auch mit zur Kaiserzeit gehört, ja mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Und da kommen auch sehr andere Informationen zutage, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt. Und eigentlich ist es sehr traurig, wenn man die Wahrheit wirklich erfährt. Ne? Also das gehört da alles mit zusammen. Ich will da jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen, aber ich habe mich sehr intensiv mit dieser Zeit, mit der Kaiserzeit beschäftigt und auch mit der Entstehung des Ersten Weltkrieges. Und es ist doch nicht ganz so, wie man hier zumindest in Deutschland erzählt. So, ne? Also darauf bin ich zumindest gekommen. Und
Also ich finde das auf alle Fälle sehr spannend und bin dir auch sehr dankbar, dass ich das mit dir, ja, dass du mir dazu verholfen hast, das zu erleben, da reinzufühlen. So. Dass es eine gewisse Bestätigung gibt, dass ich mir das nicht irgendwie so einbilde. Das war schon. Ich denke, das haben vielleicht auch viele Menschen, so einen bestimmten Bezug, vielleicht auch feinfühligere oder so sensible Menschen, weiß ich nicht. Nee, ich denke, jeder. Das verdrängt man nur. Aber wenn man da eben gerade in dem Vorgespräch da ein bisschen mal wieder nachgräbt oder sich mal wieder erinnert, dann kommt man dann schon wieder drauf. Also jeder hat irgendwie, fühlt sich zu irgendwas sehr hingezogen. Also bei mir in meiner Familie war das irgendwie alles immer ganz normal oder natürlich. Und wir sind jetzt aber auch keine esoterisch-spirituelle Hippie-Familie jetzt oder so gewesen. Aber gut, wir haben, ja, also ich habe sicher auch Themen mit meiner Familie. Bei uns ist nicht alles toll gewesen. Aber zumindest konnte ich das immer. Also da bin ich schon gut hingeführt worden. Also egal ob von Mutter, Großmutter oder Tanten. Bei uns gibt es außer weiter Verwandte jetzt eigentlich niemand, der nicht so an vor oder her. Also ich denke, es gibt sowieso nur Leben. Es gibt kein Leben vor und nach dem Tod. Es gibt einfach nur Leben an sich, das halt in einer Verkörperung irgendwann endet und dann geht man wieder in die nächste. Aber das war jetzt nie so unser Thema. Aber ich zum Beispiel fühle mich eher so zu diesem ganzen Mongolisch, Südostasien, diesen Sachen so sehr hingezogen. Ich wollte immer schon als Kind in eine Jurte lieber ziehen als in ein Haus und muss ja auch einen Grund haben, ne? Mehr dieses, ich habe einfach so diesen wahnsinnige Affinität zu Mongolei und Indien und mehr so diese Ecke. Ne? Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, vielleicht fühlen sich alle hingezogen zu dieser Gründerzeit. Das ist Quatsch, jeder hat so seins. Ne? Ja, für viele mag das vielleicht auch eher rückschrittlich wirken oder weiß ich nicht. Also ich habe immer schon, egal was man darüber gehört hat, habe ich mich da schon immer hingezogen gefühlt. Und ich weiß noch, im Geschichtsunterricht habe ich mir eher so die Bilder angeguckt und bin da drin versunken, als zuzuhören oder mich so groß darüber zu informieren, was da dazu stand. Also mich haben eigentlich immer die Bilder fasziniert und später eben auch die Filmaufnahme. Es gibt auch einen ganz tollen YouTube-Kanal, hat mir letztens unser lieber Mitbewohner, den Henry, den kennst du ja auch, der hat mir letztens was geschickt, einen YouTube-Kanal, ich glaube Guy Jones heißt der, der hat ganz tolle alte Filmaufnahmen, so 1897, aber auch aus den 60ern, aber eben auch so aus der, um 1900, aber eben nicht nur aus Deutschland, sondern auch Russland, England, Frankreich, und die hat er aufgearbeitet, hat die Geschwindigkeit rausgenommen, also ist normale Geschwindigkeit, hat Sound hinzugefügt und teilweise koloriert. Das ist so toll, also da gucke ich auch ganz oft, da gucke ich mir ganz oft solche alten Aufnahmen an und das hat, berührt mich immer sehr, muss ich schon sagen. Also das ist. Aber so wie man zu etwas sich sehr hingezogen fühlt, gibt es auch immer etwas, wo man sich ganz abgestoßen fühlt und man kann es auch nicht erklären. Zum Beispiel bin ich, also jetzt geht es schon wieder. Also ich habe erstens mal viel dort aufgearbeitet und ich habe mir einfach auch noch andere Dinge aus dieser, also so Mittelalter. Das ist so, da hat es für mich, also wann immer ich früher, jetzt gibt es ja so viele so Serien auf Netflix, Game of Thrones und wie die alle heißen, da wird man ganz anders jetzt dahin geführt. Das hat natürlich was Magisches und Zauberhaftes, aber für mich hatte das immer was mit Mord und Totschlag und etwas mit mir. Also da hat es bei mir irgendwas da. Da hatte ich bestimmt ganz schreckliche Erlebnisse auch. Und da gefällt mir weder diese Musik noch also keine Ahnung. Jetzt hat sich das schon relativiert, aber das war etwas, wo ich immer dachte, boah, da schüttelt es mich und rüttelt es mich. Ja, sofort. Ich hatte immer so Bilder von, wie ich hatte die gar nicht so, ich wusste, ich hatte da noch keine Rückführung, aber ich habe immer irgendwie gedacht, Mittelalter ist nur barfuß, schmutzig, im Schlamm rumlaufen, die Straßen sind voller Schlamm und ich bin ganz krank und unglücklich. Ja. Ich hätte da jetzt keine Zeit, also da müsste ich erstmal in mich gehen und mal so schauen, was da hoch, aber ich habe jetzt, mir fällt jetzt keine Zeit auf, wo ich so eine Abneigung hätte. So wie du das Vielleicht hast du ja noch nicht so viele wie ich schon hier. Was jetzt nicht, was jetzt eher so ist, dass ich es wohl schon öfter hier erleben wollte irgendwie. Wie auch immer. Ja. Aber jedenfalls war die zweite Hypnose mit den zwei Rückführungen für mich sehr prägend. Wie die erste, die waren beide sehr, sehr wichtig. Und
da danke ich dir auf alle Fälle, dass du mich da begleitet hast und ja, dass ich da auch, dass wir uns dann auch begegnet sind durch eine gute Freundin, die mich oder die dich empfohlen hat und dadurch ist es auch dazu gekommen. Also ich verlinke auch auf alle Fälle deine Webseite. In diesem Video, ne? Wenn jemand auch Interesse an der Solo-Hypnose hat, also wirklich auch Interesse hat, an sich zu arbeiten, das ist ja wirklich auch tiefgreifend, was da passiert. Und die Nachwirkungen, das kann ja noch Wochen, Monate dauern. Ne? Also ich habe so das Gefühl, ich bin da immer das noch. Das läuft immer weiter und weiter eigentlich. Also auf alle Fälle. Also bin ich da auch sehr dankbar, dass da einiges angestoßen wurde, aufgearbeitet wurde. Und genau, wer Interesse hat, ich verlinke auf alle Fälle Evas Webseite unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr das auch im ersten angepinnten Kommentar. Genau, und wenn ihr noch Fragen habt, Gedanken zu diesem Video, zu den Themen, dann hinterlasst gerne eure Kommentare, auch Fragen, Erfahrungsberichte unter diesem Video. Ich freue mich über einen regen Austausch. Und Eva, dir danke ich ganz sehr, dass du die Zeit genommen hast, dass wir jetzt diese Reihe, also diese zwei Videos, gemacht haben. Und ich schätze, dass wir auch nochmal im Laufe des Jahres nochmal ein Video zusammen machen. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich beantworte auch gern Fragen, ne? Sowohl unter den, also bei den Kommentaren oder wenn jemand nur mal ein bisschen Näheres wissen will. Ich bin auch gern für Fragen offen. Also man kann mich auch einfach anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Die kann man auch über Messenger schreiben. Auch, ja. Genau. Da danke ich dir ganz sehr. Ja, gleichfalls. Genau, und den lieben Zuschauern wünschen wir auf alle Fälle noch eine schöne Zeit und alles Liebe. Ciao. Ade.